Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum heutigen JFD-Devisenradar, aber nicht dem Livestream, sondern natürlich dem Webinar. Ich grüße euch an der Stelle. Der Raum fühlt sich seicht, aber doch kontinuierlich. Ja, die beinahe schon sommerlichen Temperaturen sind hier immer wieder auch natürlich eine Triebfeder, obgleich heute mit Tablet und Co. Mobile Action natürlich man stets und immer am Markt sein kann. Ja. Servus nach Österreich. Das ist bei mir hier direkt ums Eck im Süden. Bin in der Nähe von Salzburg, aber auch noch auf der deutschen Seite. Aber hier auf jeden Fall Grüße nach Wien und auch Tirol. Einige österreichische Zuschauer. Super. Gibt auch hier noch Bestätigung zu Bild und Ton. Insofern ist alles da und darum geht es am Ende des Tages, dass wir hier auf jeden Fall, ja, am Ball sind, am Start und heute natürlich im Rahmen des JFD-Devisen-Radars rund um die Märkte, speziell die Forex-Märkte, blicken wollen. Und da gab es ja heute Morgen im Endeffekt schon auch eine Einschätzung zum Goldpreis. Wieder mal, den habe ich ganz gern im Fokus immer wieder als älteste Währung der Welt. Für mich natürlich elementar, zumal auch aus Trading-Gesichtspunkten am Interbankmarkt zu Spotpreisen bei uns natürlich hier mit engen Spreads versehen und durchaus interessant eben hier auch im Intraday-Bereich. Da gab es ja, wie gesagt, heute die Einschätzung eben im Rahmen des Radars, dass der Goldpreis unter Umständen einen schwachen Tag haben könnte. Hier meine Einschätzung von heute Morgen im Rahmen dessen, und das will ich gleich nochmal anknüpfen für alle die das Radar nicht gesehen haben, im Rahmen dessen der Fuzzy-Vektorlogik, die gestern ja hier schon ein schönes Setup auf der Short-Seite für den Goldpreis vorsah. Goldpreis ja bei uns bei JFD XAU US-Dollar, also O ist ja eher die Bezeichnung, XAU sozusagen das Symbol / US-Dollar für den Währungshandel als Spotpreis im Rahmen eines Währungssymbols, eben XAU / US-Dollar. Und hier haben wir das heutige Pattern, was eigentlich einen Verlust voraussah. Die Idee war aber, der Goldpreis muss unter den Daily Pivot Point und aus der Asia Range gen Süden ausbrechen. Das hat er nicht gemacht. Vielmehr hat er sich jetzt nach oben entwickelt, sogar auch schon das Hoch der Fuzzy-Vektor-Logik rausgenommen. Insofern ein schönes Pattern, ein schönes Setup. Es wurde aber schlichtweg nicht getriggert. Und der Goldpreis macht sich jetzt hier auf dem Weg nach oben auf. Ich gebe aber zu bedenken, liebe Leute, und das finde ich ganz spannend, dass wir hier diese Divergenz, und das hatte ich heute Morgen auch schon im Fokus, immer noch gegenwärtig haben. Divergenz, ich hatte es im Video erklärt oder auch die Fans vom Radar, beziehungsweise generell die Fans, die mir zuschauen regelmäßig, kennen ja, dass ich hier gern auf Divergenzen schaue, auch hier vor, nämlich sozusagen auch den MACD-Indikator verwende. Also es ist ja hier der Oszillator, der RSI-Oszillator, der zwischen 0 und 100 eben rum oszilliert und direkt als, sage ich mal, Indikator verwende ich gern den MACD. Den schauen wir uns jetzt gleich mal dazu an. Dazu machen wir praktisch hier den RSI mal weg. Machen das Bild mal ein Stück weit größer. Fügen hier relativ simpel im Rahmen des Trendfolgemodells den MACD ein. Hier steht es ja auch Moving Average Convergence and Divergence Indikator. Und der ist als Trendfolgeindikator bekannt, aber natürlich viel mehr mit Signaltriggerlinie und hier dem Histogramm auch mit dieser Funktionalität eben von Divergenzenerkennung geprägt. Und das ist sehr interessant. Ich mag den Indikator. Wir sehen aber im Vergleich zum RSI-Oszillator eben hier keine Divergenz. Das ist so ein bisschen die Vorsicht, die ich hier an den Tag legen möchte. Schön wäre es, wenn wir hier mit Signal- und Triggerlinie, das sieht man auch im Histogramm, theoretische Divergenzen sehen würden. Tun wir aber nicht. Und das ist etwas, wo ich sage, naja, mal sehen, was sich da am Ende durchsetzt. Der MACD auf jeden Fall mein liebstes Kind, wenn ich sozusagen Divergenzen ersuche. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt nochmal auf den Goldpreis zurück mit dem RSI. Halte ich das mal hier im Auge, denn ich finde das ganz spannend. Und wenn der Goldpreis, und das war ja sozusagen ursprüngliche Art und Weise auch mal die Idee, dass wir hier direkt Richtung 1785, das ist ja hier das nächste kurzfristige Ziel gewesen. Und da fehlte nicht mehr viel hier vom Hoch vom 14.04. Was war das hier? Knapp $40 plus, dann hätten wir das hier gehabt. Das ist ja knapp die Tagesrange. Der Goldpreis bewegt sich aktuell ungefähr so 34, $35 am Tag. Das heißt, er hätte hier am nächsten Tag auf jeden Fall mal hochspucken können. Dann hätten wir hier einen schönen Touch dieser steigenden Trendlinie. Gleichzeitig dazu der fallende Oszillator hier. Also das wäre richtig schön und spannend gewesen. Jetzt auf aktuellem Niveau ein bisschen Vorsicht oder sich in Vorsicht üben. Vielleicht kommt der Preis ja nochmal hoch und bildet tatsächlich wieder ein tieferes Hoch hier aus. Und das würde dann durchaus schon ein Stück weit die Divergenzenbildung eben hier propagieren. Ansonsten
ist jetzt mein Tendenzfall. Ich bin aufgrund dessen, dass der Goldpreis hier so ein Stück weit schon in den Rückwärtsgang gegangen ist, eher kurzfristig bärisch wieder gestimmt. Er hätte hier eigentlich den Impuls direkt aufnehmen sollen. Jetzt wäre es mir doch schon lieb, dass wir erstmal ein Stück weit zurückkommen. Wenn das nicht passiert, und dazu gehen wir gleich mal auf die genauere Einschätzung vom Goldpreis ein. Moment, boah. Jetzt haben wir die Tools. Dann nehmen wir die FIBO-Levels. Und hier speziell die Level. Dann nehmen wir mal das frühe 23er-Niveau. Und da sehen wir, dass der Preis sich schon relativ frühzeitig hier versucht zu stabilisieren. Und ja, wenn wir jetzt kein Tief sehen unterhalb hier von 1675, da will ich auch ein Stück weit eben unter das Tief, also hier vom Close oder vielmehr der Open war ja hier am 20.04. Eben hier im Bereich 1675. Ja, wenn wir da runter gehen, dann triggert sich meines Erachtens relativ zügig dieses blaue Szenario. Ansonsten ist jetzt hier meines Erachtens meinetwegen hier so ein Stück weit rumeiern angedacht, ob der Goldpreis jetzt wirklich die Power hat, von diesem Level hochzuziehen. Man kann es nicht ausschließen, bleibt aber gegenwärtig nicht mein favorisiertes Szenario. Dennoch, Goldpreis spannend und mal sehen, wie er sich denn jetzt hier entscheidet. Wie gesagt, eine Schwäche hätte ich mir eigentlich gewünscht. Aber wir sind ja, wie es so schön heißt, nicht im Wunschkonzert. Und insofern blicken wir doch einfach mal auf Underlyings, die ein Stück weit klarer daherkommen. Und da bietet sich durchaus einiges. Wir haben nämlich zum Beispiel, ihr habt das vielleicht vorhin schon im ersten Klick gesehen, wir haben hier zum Beispiel den Euro gegenüber dem Australdollar. Ja, das ist natürlich hier eine sehr, sehr spannende Situation. Ich scroll mich wirklich mal ein Stück weit raus aus dem Chart. Lasst euch nicht durch die vielen Horizontallinien verwirren. Entscheidend ist dieses Niveau hier, was wir zu Jahresbeginn 19, dann hier im Hoch August 19 und jetzt zuletzt mit diesem kleinen Pullback im März 2020 gesehen haben. Das ist hier das Level um 1,6770 plus minus 5 Pips. Macht es nicht zu genau hier auf dem Tageschart, können auch 10 Pips sein. Auf jeden Fall dieses Niveau. Und da war ja zuletzt schon meine Einschätzung, dass der Australdollar sozusagen hier nochmal ein Stück weit sich ja, aufbohrt, nochmal mit Stärke zeigt und den Euro gegenüber dem Australdollar runterdrückt, um dann hier sozusagen ja, ein Impulssignal zu liefern. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, die Situation. Also beim Euro-Australdollar braucht man ein Stück weit Nerven. Das Währungspaar ist, ja, ich sag mal, wir sehen es ja auch hier oder sahen es auch vielmehr im Jahr 2019, durchaus in Phasen der Lethargie zu sehen, wo das ja buchstäblich keinen Spaß macht, das Paar zu handeln. Aber wenn es eben mal einen Trigger gibt oder auch mal einen schönen Pullback, wie hier möglicherweise, dann sehe ich das als sehr, sehr spannend an. Und insofern schaut es den Euro gegenüber dem Australdollar während der nächsten Tage und vielleicht auch Wochen mal genauer an. Man kann jetzt hier kurzfristig, deswegen nehmen wir den Chart nochmal ein Stück weit auseinander, hier eine Unterstützungslinie einzeichnen. Sehen wir hier so bei 1,7040, kurzfristiges Support-Level. Oberhalb dessen ja, mag er jederzeit schon anspringen und verwehrt uns die Chance. Jetzt muss ich das hier übrigens auch mal grün machen, ist ja eine Unterstützung. Und verwehrt uns die Chance, hier sozusagen schön in einen Trade reinzukommen. Aber das gefällt mir sehr gut. Euro-Australdollar, also hier gegebenenfalls kurzfristig mit einer Schwäche, um dann einen gewissen Auftrieb zu sehen. Und der könnte auch recht sportlich ausfallen. Jetzt holen wir uns nochmal vom Forex Bull die Saisonalität dazu. Schauen wir mal auf die nächsten 30 Handelstage. Wir sehen ja kurzfristig hier bis zu Anfang des Monats Mai so einen kleinen Dip. Das könnte ganz gut ausgehen. Und dann im Mai verlaufen ein Stück weit Auftrieb. Also gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Und Euro-Australdollar, das ist mal hier das erste Währungspaar, was man mitnehmen sollte. Auf jeden Fall im Fokus behalten. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Also hier, wie gesagt, schön ausgebrochen. Jetzt schön Luft holen. Und dann geht der Move möglicherweise direkt wieder durch die Decke. Wenn das passiert, gehen wir direkt auf den Euro sehe ich schon, Australdollar, US-Dollar im Kontext. Hier war meine Idee, dass wir hier an das, und das ist ein nicht minder schönes Level, an das Niveau hier von 0,6690, 0,67, also nochmal 0,6690, 0,67 ranlaufen und hier sozusagen eine Umkehr feiern. Ihr wisst das, auch das Paar hatte ich im Radar schon analysiert, im täglichen Stream, dass ich hier sozusagen, hier hatten wir übrigens ein kurzfristig bullisches, saisonales Setup, das sah sehr, sehr schön aus, dass der sozusagen, ja, eben hier einen Aufwärtsimpuls vollzieht, dann im Rahmen der Fibo-Verhältnisse hier die extremen Retracement-Level 76-78 touchiert und dann umdreht. Jetzt gab es aber dann hier am 14.04. diesen Ausbruch, wo ich dann durchaus schon orakelt habe,
Der zieht hier nochmal ein Stück weit an und geht nach oben raus. Auch im Kontext dessen, dass, und jetzt hätte ich den Fall nochmal rüberziehen müssen, also so sah es ja eben aus, dass der Euro gegenüber dem Australdollar hier eben nochmal ein Stück weit nach unten kommt und dann eben der große Rebound einsetzt. Jetzt sehen wir aber, Aussie, Australdollar, US-Dollar tut sich hier schon schwer und so recht ist das an der Stelle, naja, ein Stück weit gezetere. Ja, also ich muss sagen, wer hier oben den Short gewagt hat und ich habe mich eigentlich positioniert, bereit gehalten, hier einen Short zu starten, aber es war mit dieser Ausbruchskerze mir dann doch nicht einerlei und dann hätte ich mir gewünscht, kann man durchaus sagen, dass hier Traders Dream erfolgt, sozusagen der Rücklauf bis eben hier in diese 0,6690, 0,67er Zone. Das wäre auf jeden Fall genau das, wo ich sage, hey, gefällt mir, wäre ein sehr, sehr gutes Setup, gerade auch unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten. Jetzt muss man mal sehen, was passiert. Einschätzung ist da. Ich kann mir vorstellen, dass es also so ein großes Hochlaufen eigentlich nicht mehr gibt, sondern wenn überhaupt auch hier ein kleinerer Impuls nochmal nach oben startet, aber das Währungspaar doch schon hier im Bereich ja, 0,6415, 0,6430 ein Stück weit davor sich sozusagen den Kopf stößt. Also ich bleibe dabei, eigentlich sehe ich hier den Bären im Vorteil und durchaus den Australdollar noch ein Stück weit schwächer in den nächsten Tagen und Wochen. Alles, solange das Preisverhältnis unterhalb von 0,6435, 0,6440 bleibt, also oberhalb dessen, lass mich da direkt den Alternativfall reinziehen. Also wenn wir hier rausziehen über 0,6450, 60 relativ deutlich, dann denke ich, dann hat der Preis auf jeden Fall ja diese Möglichkeiten, dann in dieses präferierte Widerstandslevel vorzudringen. Also muss man schon aufpassen, soll auch speziell bedeuten, liebe Leute, wenn ihr hier drin seid, sozusagen im Rahmen des Setups einen Short zu planen, dann um Gottes Willen, wenn der hier rauszieht über 0,6460, nicht aggressiv hier in dem Trend oder in dem Trend, sage ich schon, der in der möglichen Aufwärtstrendbewegung drin bleiben und den Short aussitzen, möglicherweise noch ewig verbilligen, weil das kann einen dann um die Ohren fliegen. Das heißt ja auch nicht, dass der Markt, wenn er denn wirklich hier oben rauszieht, dann hier bei 0,67 stoppt. Da kann er natürlich dann auch schöne Euphorie erfahren und weiter nach oben drehen. Ich meine, Euphorie ist ja, wie gesagt, jetzt eh das große Fragezeichen derweil an den Märkten. Haben die Indizes ein V-Reversal hingelegt? Ist das jetzt alles schon vorbei? Ich meine, wir haben jetzt hier die Ölpreiseskalation gesehen am Montag, Dienstag. Das ist alles wirklich kritisch und im Rahmen der weltweiten Lieferkettenzusammenbrüche ist da auch das Ende noch nicht gefunden. Und das ist da im Edelmetallmarkt spannend, sowohl am Industriemetallmarkt, am Rohstoffölmarkt speziell. Und es wird auch noch weitere Kreise ziehen, was natürlich im Umkehrschluss die Währungen nicht minder stark beeinflussen wird. Das muss man ganz klar sehen. Währungen sind ja mehr oder weniger die Aktien der Länder. Und hier natürlich Australien sehr rohstoffverbunden, genau wie Kanada, ja, oder Norwegen mit der norwegischen Krone. Dafür ist natürlich das Brent auch ganz entscheidend. Also hier muss man wirklich mal sehen, wie es weitergeht. Und faktisch wird aufgrund der Ölpreiseskalation sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen da einiges in Sachen ÖPEC und Förderländer und USA und ja, ich will mal sagen, mit den Herrschern des schwarzen Goldes noch einiges bevorstehen und da werden auch Entscheidungen stattfinden, die hier sicherlich auch sehr markttreibend sein dürften, was wiederum auch dann Währungen antreibt. Das muss man ganz klar sehen. Aber wie gesagt, zurück zum aktuellen Geschehen. Australdollar im Auge halten, Euro-Australdollar auch speziell und irgendwie beiße ich mich hier beim Australdollar fest, aber ich will euch auch noch Folgendes zeigen, denn wir haben hier mein, ich fast schon gesagt, nein, unseren Seasonal Bull, wo hier auch JFD-Kunden einen Preisvorteil haben und speziell dazu auch nochmal die Ansage hier mit dem Forex Bull, den wird es exklusiv für JFD-Kunden in Kürze geben. Wer da Interesse hat, schreibt mit dem Stichwort Forex Bull eine E-Mail an unseren Kundensupport. Ja, hier nochmal Kontakt kurz eingeblendet. Haben wir Telefonnummer, aber eher E-Mail schreiben. Das wird dann nämlich direkt weitergeleitet und gesammelt. Wer den Forex Bull sozusagen haben will, meldet sich da im Vorfeld und dann können wir euch dann informieren, wenn es dann soweit ist, wenn es das Tool scharf zum Download gibt. Und dann habt ihr praktisch hier Intraday immer Signale, die natürlich wie heute Gold, nie zu 100% funktionieren, aber es sind Indikationen, Ideen, Trade-Ideen, die man hier sozusagen forcieren kann aufgrund statistischer Pattern der Vergangenheit. Hochinteressant. Und jetzt eben zum Seasonal Bull. Das ist sozusagen nicht das Intraday-Feature, sondern eben das Feature für
Trades auf Tagesbasis. Und wir sehen hier die Haltedauer der jeweiligen Trades. Und wir sehen hier den Australdollar-Cut, der Ende April, und auch der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, der sich hier Ende April schwach zeigt mit einem Pattern, was während der letzten 25 Jahre, hier haben wir es, da ist die Jahresspalte, funktioniert. Hier ist übrigens auch Silber zu sehen, XAG, US-Dollar, ja, der Silberpreis, bei uns auch hier mit dem Währungssymbol im Interbankenmarkt gekennzeichnet, XAG slash US-Dollar als solches. Und da haben wir hier den Silberpreis auch mit einem Pattern, welches hier mit Blick vom Ausklang des Aprils bis hier zum 11. Mai ja einen durchschnittlichen oder eine durchschnittliche Trefferquote von 75% während der letzten 16 Jahre aufwies. Aber ich will ja eigentlich auf den Australdollar eingehen, und da ist der Australdollar Cut spannend. Und zudem, das ist jetzt der Seasonal Bull, gibt es ja noch das zweite Tool, was ich gern nutze, und das ist der Trade Miner. Der hat heute zum Beispiel direkt zwei Währungen schon im Fokus. Da gefällt mir aber die Anzahl der Jahre, der Häufigkeit nicht so gut. Da sehen wir aber hier den Australdollar-Yen und den Australdollar-Neuseeland-Dollar. Bärisch mit Beginn des heutigen Abends bis Anfang Juni. Ja, das sind, ihr seht das hier, 41 Kalendertage, netto 29 Trading Days. Und das ist natürlich schon einiges im Rahmen dieser Pattern, wo man sagt, okay, das sollte man sich mal anschauen. Aber generell ist so ein Stück weit eine Schwäche in den nächsten Wochen aus dem ozeanischen Bereich zu sehen. Und das ist ja natürlich das, wo sich auch der Kreis so ein bisschen schließt, dass ich denke, es kann hier demnächst eben nach unten gehen und beim Australdollar oder viel mit dem Euro in Australdollar gehandelt, dann nach oben. Soweit mal dazu. Schauen wir doch mal speziell auf den Australdollar-Yen kurzerhand. Denn hier haben wir, wie gesagt, das Seasonal Pattern negativer Natur, ja. Heute geht's los. Wir sehen hier die Ergebnisse der letzten 10 Jahre. Im Prinzip zweimal versagt und achtmal getroffen. Genau, relativ simpel. Trefferquote 80% ist statistisch, muss man ganz klar sagen. Also hier wird es eh erst generell ab 30 interessant. Der Trade Miner hat hier eine andere Vorgehensweise und auch historische Zahlreihen als das Seasonal Bull. Also der Seasonal Bull guckt hier einfach mehr in die Vergangenheit. Hat hier generell Pattern, die müssen schon mal über 15 Jahren liegen, und das beim Trade Miner kannst du im Prinzip auch ab 2 Jahren Wiederholungsmuster suchen, was natürlich keinen Sinn macht. Deswegen, je mehr Erscheinungen, desto interessanter. Dennoch sind das natürlich keine Abziehbilder. Ja, das heißt natürlich nicht, dass hier alles immer nach Plan läuft, nach dem Motto Schablone auflegen und so läuft's. Nein, 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 nein. Auch hier haben wir keine Trefferquote von 100%, aber hier eben auch wie beim Trade Miner die Vorausgabe, dass wir eine Trefferquote von 75% mindestens brauchen. Ja, mindestens. Und hier sehen wir auch mal eine Auswertung, Kanadisch Dollar, Swiss Franc. Gab es hier auch den Start Open, sieht man dann in dem Tool auch schön, und Close. Das ist im Prinzip hier ein bullisches Pattern gewesen, was letztlich plus minus null am Ende rausging. Soll eben heißen, dass es zwar starke Pattern gibt, aber die natürlich auch nie 100% genauso ablaufen müssen. Das will ich euch einfach angeben. Ihr müsst hier einfach ein Stück weit relativ vorgehen, ja, und dann auch immer wieder den Chart nehmen, hier Pattern-Analyse sozusagen vollziehen und das Ganze gern auch mit saisonalen Pattern abgleichen. So, und jetzt wissen wir, dass wir beim Australdollar-Yen hier ein Pattern haben, was zunächst mal heute beginnt und bis zum 1.6. geht. Das wäre dann praktisch hier. So, das ist das Zeitfenster, okay, das sieht schon mal spannend aus. Was ich hier sehr spannend finde, ist, dass wir es nicht schaffen, beziehungsweise vielmehr das Währungspaar, das Gap zu schließen, ja, vom März hier. Das heißt, wir haben hier ein schönes Widerstandslevel voraus. Da befinden wir uns nah dran aktuell. Also es sieht tendenziell schon mal nicht so unspannend aus. So, das sind die ganzen Widerstandspreise. Jetzt haben wir einen sehr roten Chart, aber das ist mal jetzt der Impuls, der uns jetzt hier sozusagen in den Vorteil bringt, zu sagen, prozyklisch empfiehlt sich natürlich hier schon Short-Einstieg, wenn denn hier die Saisonalität auch wieder zuschlägt. Also prozyklisch Short, insofern, wir brauchen uns gar nicht so weit raus scrollen, aber der Trend ist abwärts gerichtet. Es gab hier einen schönen Aufwärtstrendkanal, keine Frage. Es gab auch so einen Break der Abwärtstrendlinie hier, schön primäre Abwärtstrendlinie, und dann wurde die sozusagen überwunden. Aber Tatsache ist, rein prozyklisch ist man hier auf der Südseite besser aufgehoben. Jetzt haben wir ein bärisches Pattern und hier einen Rücklauf gesehen. Lasst mir kurz die Fibos auch nochmal anlegen. Vom Tief des Märzes hier bis zum Hoch der Ausgangsbewegung. Kann man jetzt drüber streiten, ob ich jetzt hier ansetze oder da, aber ich nehme komplett den Impuls bis zum letzten Hoch.
und nochmal ein Stück höher, aber es kommt jetzt hier auch nicht genau auf den Pip an. Am Ende des Tages haben wir hier das 50er, 60er Fibo-Level und der Preis stockt so ein bisschen eben vor diesem Gap. Der Preis stockt auf aktuellem Niveau. Und hier kann man eigentlich relativ aggressiv sagen, okay, wenn er das Gap schließt, dann sind sicherlich relativ zügig auch 200, 300 Pips nach oben drin. Aber unterhalb dessen bleibt die Lage eigentlich bärisch. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Denn wir haben hier vom statistischen Tool her einen durchschnittlichen Profit von 131 Pips. Der größte lag bei 344. Und der durchschnittliche Verlust ist 98. Hingegen der Max oder 240. Das ist ein Ratio, das ist jetzt nicht so prall, sehen wir auch hier in diesem Tortendiagramm. Wie gesagt, es gibt bessere Pattern, ist jetzt auch, wie gesagt, nicht on top, aber es ist zumindest mal etwas, was man auch in Augenschein nehmen kann. Und jetzt gehen wir hier. Die Volatilitäten der letzten Zeit sind natürlich extrem. Vom aktuellen Close ausgehend, 113 Pips ist nicht viel. Ja, muss man jetzt, Moment, jetzt bin ich hier im verkehrten Spalte gewesen, ich Vollnase, nochmal zurück. Danke, dass mir das jetzt noch einfiel. Hier oben ist das beim Cut, Yen, ich denke mir gerade so von der Volatilität, so irgendwie schon ein bisschen dünn, gerade auf die Zeit bezogen. Also, zurück zum aktuellen Geschehen. Hier oben ist der Australdollar-Yen, aber ihr seht, das kann schnell mal passieren. Ein falscher Klick, Bums. Aber hier, durchschnittlicher Profit, 383 Pips, der größte hier bei über 1000, das ist schon eine heftige Hausnummer. Aber über das Zeitfenster gesehen, muss man natürlich sagen, das ist halt hier ja, deutlich über einen Monat, wo man sagt, hey, da muss auch schon ein bisschen was zustande kommen. Das sind 383 Pips auf der Nordseite mit einem durchschnittlichen Verlust von 129. Hier sehen wir das Tortendiagramm jetzt schon in einem viel besseren Verhältnis als bei eben dem, wo ich war. Was war das hier? Kanadischer Dollar mit dem 91%, genau. Schweizer Franken ist eben da zu vernachlässigen. Insofern sieht das Pattern schon viel, viel besser aus. Und jetzt lasst mich das nochmal kurz konkretisieren. 338, das ist schon mal hier das Verhältnis, worum es geht. So, ein bisschen anpassen. Upala. So, yes. So sieht's mal aus. Haben wir hier auch einen kleinen Unterstützungssupport. Gefällt mir auch gut. Ist auf jeden Fall ein mögliches Preisziel. So, ja, hier diese Unterstützungszone 64,85. Ganz spannend. Und wie wir ja gerade schon festgestellt haben, durchschnittlicher Verlust auf der Nordseite 129 Pips. So. Damit lägen wir auch knapp über dem letzten Reaktionshoch. Ich mache es jetzt mal nicht auf den Pip genau. Plus minus 5 ist erlaubt. 126. Was haben wir hier noch? Also hier jetzt. So. Ist auf jeden Fall oberhalb des Hochs hier vom 14.04. Ja. Und wenn er da drunter bleibt, ist die Lage eh freundlich zu sehen im Rahmen einer weiteren Schwäche. Und das ist mal das Pattern. Wir sehen jetzt, wie gesagt, eine kleine Stärke, hatten heute schon ein höheres Tageshoch, aber grundsätzlich gefällt mir das ganz gut. Also diesen Trade, wie gesagt, auch hier wieder Hinweis, liebe Leute, ihr wisst natürlich, dass sich hier alles um Empfehlungen handelt und keine aktive Handelsaufforderung, Empfehlung im Rahmen der Markteinschätzung, keine Handelsaufforderung, jeder handelt auf eigenes Risiko. Ihr wisst das und dazu kennt ihr auch den Risk-Disclaimer, den ich natürlich auch immer wieder mal einblenden muss. Weil natürlich viele Marktteilnehmer hier eben dann immer denken, ja, ich handle mal hier blindlings nach. Nein, A muss man es mit Geld tun, was man ja auch verlieren kann. Und B muss man sich auch der Risiken bewusst sein. Denn wir sind hier in einem OTC-Markt. Das ist ein sozusagen unregulierter Markt, gerade eben im CFD-Bereich und Forex-Markt ist es dann der Interbankenmarkt, der sozusagen hier natürlich hocheskalativ ist, gerade eben mit der Hebel- und Margengeschichte. Und da müsst ihr schon genau wissen, was ihr tut und auch nur eben mit entsprechenden Risiken arbeiten, die ihr auch verantworten könnt. Und das ist einfach mal eine Trading-Idee, weil wenn es um Risiken geht, liebe Leute, dann geht es natürlich auch darum, dass man Chance-Risiko-Parameter erfasst. Und das ist so eine kleine Grundweisheit beim Trading, denn es macht natürlich wenig Sinn. Also das, was ihr hier seht, es ist eine beachtliche Chance. Ich sage es mal im Bereich von knapp 5% Renditechance im Verhältnis zu 1,85% Verlust. Das ist ein schönes Ratio, das ist deutlich interessant, das sieht man dann auch hier beim Tortendiagramm eben, dass wir hier knapp 1 zu 3 haben vom Ratio her. Das ist super, sowas muss man suchen, soll heißen, hier kann man auch mit Trefferquoten von unter 50% sehr profitable Systeme oder auch sehr profitables Trading betreiben. Ja. Es gibt aber ganz viele, die machen einen Stop-Loss ewig weit weg und den Take-Profit ganz eng. Klarerweise hat man hier eine hohe Trefferquote.
Aber wenn es da mal gegen einen läuft, dann fliegt einem alles um die Ohren. Und das ist dann auch ja, wahrscheinlich nicht unbedingt das Trading, was man suchen sollte. Aber da muss sich jeder eben genau drüber klar werden. Und ich gebe euch nur den Tipp, mit den richtigen Chance-Risiko-Verhältnissen zu arbeiten. Das ist wichtig, dass man hier das Ratio entsprechend platziert, um auch einen, sage ich mal, ja, einen statistischen Vorteil neben dem Pattern, neben der Chart-Situation, neben den fundamentalen Rahmendaten etc. etc. ist am Ende doch der Preis das, was alles ausmacht und dann auch das Risiko, welches ihr tragt. Denn wenn der Trade abgefeuert ist, am Markt platziert, liebe Leute, dann habt ihr keinerlei Einflussmöglichkeit mehr. Dann gibt es nur noch den Stop oder den Take Profit und dann war es das, beziehungsweise Verkauf der Position eben, ja. Und dann habt ihr keinen Einfluss mehr auf irgendwas. Das Einzige, was ihr kontrollieren könnt, und da wiederhole ich mich gern, ist das Risiko. Das könnt ihr kontrollieren, mit dem ihr eben reingeht. Deswegen nicht zu viel, nicht schwarz oder rot, alles auf eine Karte, alles Käse. Nein, kleiner Einsatz, Chance-Risiko-Verhältnisse anschauen und dann haben wir im Prinzip hier das, was man will. Und das ist jetzt sozusagen der Austral-Dollar-Yen. Finde ich, wie gesagt, spannend. Schaut euch das mal ruhig an. Ich werde den gern auch oder vielleicht auch morgen im Radar vorstellen, im täglichen Stream. Übrigens, ich hoffe, von euch jeder kennt den. Wir haben ja hier auf unserem YouTube-Kanal entsprechenden Livestream täglich laufen. Da könnt ihr ab 9:30 Uhr praktisch reinschauen. Ja, einfach JFD Bank suchen, hier bei YouTube. Und dann habt ihr hier sozusagen die entsprechenden Playlists unserem ganzen Research-Teams sozusagen. Hier kommen auch Webinare rein, die wir sozusagen abhalten, wo wir zuletzt immer hatten und. Und hier könnt ihr eben live das Radar am Morgen sehen. Oder aber, liebe Leute, dann eben auch hier auf dem Gottmode Trader gibt es dann hier sozusagen auch immer frühs das Live-Devisenradar. Schaut euch das bitte an und dann seid ihr da auch gut informiert. Aber heute seid ihr ja schon beim Webinar dabei und ich kann euch den Tipp geben, dass ich unter Umständen dieses Währungspaar mit reinnehme. So, jetzt sehe ich gerade Ralf an der Stelle, Austral-Dollar-Cut. Richtig, das kommt jetzt als nächstes. Das ist praktisch hier das Pattern vom Seasonal Bull. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit, aber das ist halt schon 25 Jahre alt und hat auch hier den Charme eben einer solchen Kapitalentwicklung. Und der Seasonal Bull gefällt mir einfach vom Tool her noch ein Stück weit besser. Und hier darf ich euch auch schon sagen, gibt es in Kürze auch eine neue Version. Ja, wahrscheinlich dann im Juni. Also Ende Mai, Anfang Juni oder dergleichen gibt es dann hier auch ein neues Upgrade vom Seasonal Bull. Sehr spannend. Wie gesagt, JFD-Kunden haben hier den Vorteil und beim Forex Bull natürlich, wie vorhin angesagt, generell. Aber zunächst einmal, ich muss das nochmal aufrufen, gibt es hier zumindest einen durchschnittlichen Trade. Das ist die durchschnittliche Pipzahl von 235 Pips auf der Nordseite und 110 auf der Südseite. Auch ein schönes Ratio von 2 zu 1. Das gefällt mir ganz gut. Und deswegen schauen wir doch jetzt mal hier den Chart uns an. Hier ist auch der Austral-Dollar-Cut direkt schon aufgerufen. Und da sehen wir auch eine spannende Situation, liebe Leute. Also auch hier übergeordnet, Austral-Dollar-Rohstoffwährung sieht irgendwie nicht gut aus, deutet darauf hin, dass es doch weitere Verluste geben könnte. Und wenn wir uns das jetzt mal im Konkreten anschauen, dann denke ich mal, darf man davon ausgehen, dass es prozyklisch nicht unbedingt die schlechteste Variante ist, einen Short zu suchen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Widerstandsbereich, den ich jetzt mal Auskernwerte, also rot mache. Hier hat man auch schon gewisse Pattern vorgestellt. Jetzt haben wir hier das Level von 0,9032 etwa. Das ist spannend. Wir haben ja bis zum 29.04. noch ein bisschen Zeit. Laufzeit des Trades gehen wir noch mal ganz kurz hier rein. Das ist praktisch nicht ganz so lang. Aber bis Anfang Juni auch. Also dass der Mai generell für die ozeanischen Pairs bärisch. Das darf man jetzt schon mal festhalten, egal wie man dreht und wendet. Man hat hier auf jeden Fall wohl eher die Chance, statistisch saisonal auf der Südseite zu partizipieren. Ob das jetzt so kommt, wir wissen es alle nicht, liebe Leute. Aber wir wissen zumindest, dass es das in der Vergangenheit häufiger gab. So, jetzt haben wir hier die Situation. Ich sagte ja gerade 110 Pips auf der Südseite. Schiebt mir das mal auf den Bildschirm rüber, dann habe ich das gleich besser zu sehen. 110 auf der Südseite und 235 auf der Nordseite. Spannend auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal hier die Duplikation. 29.04. Das ist sozusagen hier das Zeitfenster, um das es geht. Und wenn der Markt noch ein Stück weit hochkommt, spannend. Theoretisch könnte man auch vielleicht sogar jetzt schon kaufen. Aber wenn man natürlich hier, sage ich mal, in dieser Range sich positioniert, dann wären 110 Pips das Risiko. Da wäre es natürlich auch schon spannend, wenn man ein Stück später reinkommt, ja. Weil wir sehen, es wäre schon toll, wenn man hier oberhalb der Kerze vom März sozusagen seinen Stopp platzieren könnte. Und da gehe ich jetzt mal hier ein Stück weit hoch. Weil ja das Level ein Stück weit drüber sollte es sein. Es wäre nahezu ideal. Ja, also der Stopp 110 Pips an der Stelle. Dann kann man da den Einstieg suchen. So ein bisschen hoch hier, 111, 110, meine Güte, das ist wieder rumgefriemelt. Man kann es auf der rechten Seite einstellen.
Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Wie gesagt, auf den Pip kommt es hier überhaupt nicht an auf Tagesbasis. So, und dann haben wir hier die Chance 235. Hey, das ist ja fast bis zur Unterstützung. Gefällt mir wirklich gut. Ja, das ist sozusagen hier das Parameter. Übrigens muss ich hier eine Dings draus machen, das Risiko nämlich. Da ist rot das Risiko und hier ist die Chance. Da haben wir das Pattern. Sieht auch sehr spannend aus, wie ich finde, denn übergeordneter Abwärtstrend, starke Erholung. Wir befinden uns schon hier bei 0,9030, so ein Stück weit vor einem Widerstandslevel und jetzt läuft das Preisverhältnis sozusagen in diese saisonale Short-Pattern rein. Da haben wir noch ein paar Tage Zeit. Wie gesagt, es kann durchaus noch ein Stück weit nach oben gehen, aber vermutlich kippt es, Schrägstrich dreht es dann. Das kann aber auch dieses Jahr, liebe Leute. Ihr wisst das, was wir für ein verrücktes Jahr 2020 bis jetzt hatten. Ich meine, die Paranoia, sage ich schon, Corona-Pandemie ist jetzt natürlich hier ein Mega-Auslöser für Unsicherheiten hoch 3. Volatilitäten, wie man sie bisher kaum gesehen hat, Indizes, Crash, Limit Downs, noch und nöcher, das ist wirklich alles mega extrem und wir müssen uns natürlich schon fragen, wie das weitergeht und ob Saisonalität überhaupt seinen Vorteil genießen kann in Zukunft. Aber sei es drum, jedenfalls haben wir hier eben die Chancen, die ich dann eben auch immer schön darstellen will. Und insofern, Ralf, hoffe ich, konnte dich mal hier beim Austrad-Dollar-Cut abholen. Ich möchte auch gleich darauf hinweisen, dass wir natürlich hier zu Teilen so ein V-Reversal gesehen haben und wenn der Markt jetzt hier zwischen 0,90, 0,90,30 nicht stoppt und insbesondere hier über die 0,91,80 rauszieht, der war nämlich ein schönes Widerstandslevel. Schaut euch das mal an hier. 0,91,78 ist das relativ punktuell. Das geht sogar bis ins Jahr 2013 zurück. Schon ein bisschen irre und weit weg, gar keine Frage. Da war die Welt noch ein Stück weit eine andere. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein Widerstandslevel. Und wenn der Markt da drüber geht, liebe Leute, dann kann man auch hier einen Mega-Erholungsimpuls sehen. Ja, auch wenn wir hier prozyklisch short sind, heißt das ja nicht, dass das die nächsten 10 Jahre so bleiben muss. Aber wir haben im Hinblick eben auf die letzten 25 Jahre hier eine Short Tendenz. Und darum geht es doch, dass wir hier im Radar einfach mal ein Stück weit schauen, welche Möglichkeiten sich da auftun. So, das wäre jetzt mal Australdollar gewesen gegenüber den Yen, gegenüber dem kanadischen Dollar. Australdollar gegenüber Yen hatten wir einen Anfang und jetzt haben wir noch den Australdollar, den Neuseeland-Dollar. Herrgott, jetzt haben wir es aber. Gegenüber dem japanischen Yen, der ja auch mit einem negativen Pattern daherkam, ja, nach dem Trade Miner. Und hier ist eine Situation natürlich auch besonders crazy, denn wir haben hier schon ein schön etabliertes Widerstandslevel. Also das sieht natürlich, da muss man hier den roten, den grünen Support-Palken mal rausmachen, da verwirrt mich ja mehr. Das dicke Ding da. So. Also wir haben ja auch hier noch ein offenes Gap, wobei wir das letzte Mal schon darüber philosophiert haben, ob man dieses jetzt als Gap Close mit diesem Spike hier vom 11.3. ansieht oder nicht. Da will ich gar nicht drüber streiten. Meinetwegen ist es ein Gap Close. Egal. Wir haben hier einen Widerstand etabliert bei 65, 95 oder glatt 66 Yen etwa. Der Preis ist zurückgekommen. Jetzt dümpelt er so ein bisschen rum. Und hier ist die Situation genauso. Close heute bis zum 1.6. haben hier die Bären das Heft in der Hand. Rein saisonal. Wie gesagt, kann alles anders kommen, aber so sieht's mal aus. Und hier finde ich natürlich spannend, man kann hier schön in den Trade reinkommen, wenn da so ein Rücklauf jetzt starten würde, aber die Empfehlung ist ja der Close heute. Und hier muss man sagen, der Markt tut sich schon sichtlich schwer. Ja, also auch wenn wir hier die Fibos mal auflegen, so richtig nach oben ist hier gar nichts passiert. Also das ist wirklich im Verhältnis gesehen relativ mau. Klar ist die Bewegung recht dynamisch, aber hier haben wir auch noch nicht mal das 50er Level erreicht. Wir dümpeln so von der Preisoszillation im 38er herum. Und ganz ehrlich, nach so einem Ausverkauf ist das mehr als dürftig. Ja, und jetzt sieht man hier, dass wir den Widerstand unterhalb des Gaps aufgebaut haben, bei eben 66 glatt dürfen wir mal annehmen. Und wenn wir jetzt hier ein neues Wochentief machen, beziehungsweise vielmehr eben unter das Tief vom Freitag der letzten Woche, Freitag war der Donnerstag, 16.04., wenn wir hier runterfallen, hier so ein kurzfristiger Intraday-Bereich, lasst uns mal kurz in den 4-Stunden-Chart gehen. Oh, ja, das sind wir hier die Preisspitzen. Und hier bauen wir jetzt mal ein Unterstützungsniveau ein. Und genau dieses Level ist das, wie es im Fokus stehen sollte. Und dann hat man hier die Situation, klar, wir haben einen kurzen Erholungsimpuls, aber insbesondere unterhalb des Vorwochentiefs, unterhalb hier von 63, ja, ein bisschen was drauf, 80 darf schon drunter kommen. Ein Close insbesondere schon auf Stunden- oder 4-Stunden-Basis wäre meines Erachtens dann der Startschuss für eben einen fallenden Move. Und wenn wir uns rauscrawlen, haben wir hier bis zum 1.6. eben dann eine fallende Tendenz, die, jetzt muss ich nochmal kurz hier spicken, 268 Pips zulässt im Schnitt bei 109 Pips Risiko. Ja, das ist interessant, wie ich finde. Auch hier wieder ein positives Ratio. Und
Jetzt haben wir hier die Situation nochmal im Tagesschart. Gehen wir mal aufs große Bild. Na, so, und das mal weg. Jetzt haben wir das große Bild. Und dann schauen wir mal, wie man das sozusagen nochmal spezifizieren kann. Die 109 Pips Risiko. Wenn wir mal hier auflegen. Das ist natürlich, schaut es mal her, wenn ich hier drüber gehe, bin ich schon bei 180 Pips. Ah, gefällt mir natürlich nicht ganz so, weil hier drüber sollte der Stopp schon liegen, ja, um den Trade atmen zu lassen. Aber wenn man das neue Tief verkauft sozusagen, also abwartet, bis der Markt triggert, kann man auch hier bei 110 Pips sozusagen den Stopp dann in die, oder 109 sind es ja genau, hier in diesen Bereich setzen. Und dann wäre das sozusagen das Szenario, was ich sozusagen hier abspielen könnte. Ja, ziehen wir das mal rüber. Das heißt, mit diesem neuen Reaktionstief gibt sich der Markt sozusagen die Blöße und es ist anzunehmen, so, machen wir hier bei 110. Es ist anzunehmen, ein Stück tiefer, so, dass der Markt dann eben nach unten driftet mit diesen möglicherweise 268 Pips. Machen wir auch hier mal fest. So, 69, so, haben wir es. Gehen wir auch in Richtung oder unter die Reaktionstiefs hier vom März. Also nicht im finalen Tief, aber hier mit den einzelnen Preisspitzen haben wir ja hier so ein Level, was durchaus interessant daherkommt. Und das kann hier durchaus ja ein mögliches Short-Setup liefern. Ich finde es auch spannend, liebe Leute, und das muss ich an der Stelle eben auch mal sagen. Der Währungsmarkt, der besteht nicht nur aus Euro, Dollar, Schrägstrich Gold, wenn man das auch als älteste Währung der Welt ansieht, oder was viele eben auch gerne in den Fokus nehmen, britisch Pfund Yen. Keine Frage, das sind alles wunderbare Währungen und auch die Majors natürlich, auch gerade im Intraday-Bereich mit den engsten Spreads. Aber liebe Leute, das Währungsuniversum hat noch viel mehr zu bieten. Wir reden eben hier mit den Top 30 Währungen, das seht ihr hier auf meinem Guidance-Stream, ja, mit den Top 30, da schließe ich Silber und Gold ein. Eben hier von dem Währungsuniversum, was dem DAX 30 gleicht. Und da gibt es einfach jeden Tag Intraday mit dem Forex Bull zum Beispiel oder eben auch auf Swing-Basis, wenn man hier schöne Pattern sucht, beziehungsweise auch selbst definiert, immer wieder Chancen. Deswegen schaut es über den Blätterwald, schaut es über den Tellerrand hinaus. Schaut auf jeden Fall, ob ihr Möglichkeiten entdeckt, die hier sozusagen fern vom Euro-Dollar und US-Dollar-Yen und Britisch-Pfund-US-Dollar liegen, nämlich hier beim Austral-Dollar-Yen zum Beispiel. Oder, und das will ich euch jetzt an der Stelle auch noch mal zeigen, gleich beim Euro-Yen. Also hier, spannende Situation, um es nochmal abzuschließen. Pattern ist da, Schwäche vorhanden, prozyklisch Short in jedem Falle auch interessant, aber hier würde es mir natürlich besser gefallen, wenn wir den Trigger sehen, also wenn der hier das neue Tief macht, das ist definitiv der Trigger, wo ich sage, okay, da ist der Startschuss, das kann dann auch erst in den nächsten Tagen theoretisch passieren, ja, dass der hier sozusagen ein bisschen rumdümpelt und dann erst sozusagen seine Fahrt gen Süden aufnimmt. Spannend wäre aber, wenn das passieren würde. Der entwickelt sich jetzt nicht hier unten und macht nicht den Sell-Trigger, sondern bleibt hier oben oberhalb der Unterstützung und baut sich sozusagen hier an den Widerstand ran. Dann weiß ich in dem Zusammenhang um dieses saisonale Pattern, was eigentlich eine Schwäche verursacht und könnte mir vorstellen, dass der Markt dann sozusagen hier an diesem Punkt nochmals abgewiesen wird. Es gibt dann sozusagen auch diesen, ich sag's mal, saisonalen Gegenwind und das gefällt mir unter Pattern-Gesichtspunkten sehr, sehr gut. Also das Schönere wäre, wenn man hier oben nochmal dann spekulativer Einstieg suchen könnte, dann auch natürlich mit einem entsprechenden Stop, der dann hier oben sitzt. Der würde dann aber auch sagen, hey, wenn das Gap geschlossen wird, der Markt hier deutlich über die 66 Yen rauszieht, dann hat sich das Pattern eh erledigt. Ja, aber das wäre, ich sag so, und ich glaube, es hat heute Morgen beim Devisenradar-Stream auch gesagt, das wäre Trader's Dream, wenn der genau das hier absolviert. Aber warten wir mal ab. Auf jeden Fall Neuseeland-Dollar-Yen, ein Währungspaar in der zweiten Reihe, aber auf jeden Fall einen Blick wert, wie ich finde. So, wo wir jetzt dabei sind, ich im Redefluss, könnt ihr gerne auch nochmal das ein oder andere Wunschpattern hereinsenden. Wunschpattern, Wunschpaar. Vielleicht auch ein Pattern, was ihr selber da identifiziert habt, was ich mir anschauen sollte und kann. Ich habe, wie gesagt, noch drei Währungen mindestens dabei für euch, die ich mir anschauen will und die ich interessant sehe. Ansonsten, wie gesagt, gerne auch in die Interaktion gehen. Und zwar, wir haben ja jetzt die Yen-Pairs gehabt, also speziell die ozeanischen Pairs, Australdollar und Neuseeland-Dollar, einmal in Verbindung des kanadischen Dollar und einmal des Yen und alles geht gen Süden. Jetzt will ich euch gerne mal ein Long-Paar vorstellen. Und zwar hatte ich das auch hier im Radar schon besprochen. Und zwar hier zu dem Ölwahnsinn, der sich ja abspielte und auch noch abspielt, um ehrlich zu sein, hier das Währungspaar Euro-Yen. Ja,
Dahingehend spannend. Ihr seht meine Einschätzung und wer das Video gesehen hat, weiß es eh schon. Ich habe schon überlegt, also am 21. das ist mir jetzt noch nicht ganz koscher, lass den noch ein bisschen rumdümpeln. Aber faktisch kann man kurzfristig intraday relativ aggressiv hier auf eine Erholung setzen. Das passt natürlich jetzt generell nicht ins Bild von den ozeanischen Paaren und generell wäre ja, wenn der Australier oder Neuseeländer schwach tendieren, insbesondere der Yen dabei stark ist, also das unterstützt bei diesen Währungsverhältnissen, Währungspaaren sozusagen den Abwärtsmove, natürlich hier auch eine Yen-Schwäche zu unterstellen. Wenn das passiert, rein saisonal auch gesehen, sollte Euro-Yen natürlich es schwer haben zu steigen. Ja, Euro-Yen-Stärke, was erzähle ich? Euro-Yen-Stärke. Sollte es der Euro-Yen natürlich schwer haben, dann auch zu steigen, weil hier es heißt, wenn der Euro gegenüber dem japanischen Yen steigt, steigt das Währungspaar, okay? Und bei den anderen Währungen, Australdollar, Neuseeland-Dollar von eben, ist es ja so, dass wenn ich da von einer fallenden Tendenz ausgehe, der Yen sozusagen stark ist, sozusagen die Währung runterdrückt. Also es ist so ein bisschen bizarr zu sehen, aber bedenkt auch hier, bei Währungspaaren spricht man immer von Paaren, es sind praktisch zwei Währungen im Verhältnis, vorne die Basis und hinten die Zielwährung. Und das heißt natürlich nicht unbedingt, dass wenn jetzt Australdollar Yen und Neuseeland-Dollar Yen schwach tendieren müssen, der Euro-Yen jetzt auch schwach sein muss. Heißt es nicht. Also wir würden es aber natürlich begünstigen, wenn alles nach unten kippt. Und beim Euro-Yen ist das die Situation, ich sage es mal ganz unverblümt, wenn das Unterstützungslevel hier nicht halten würde. Meine Spekulation von zuletzt ist ja hier mehr oder weniger eine Stabilisierung bei 116, 116,50. Hier schöne Nachfragezone während der letzten Wochen und insbesondere auch hier eine Nachfragezone, die schon mal getestet wurde im September des letzten Jahres. Und hier haben wir ein Stück weit höher bei 117,15 eben auch noch das Tief vom Oktober. Und da sehen wir auch so nahezu die, also viele, viele Closes in dieser Richtung und Opening Prices, wo ich sage, das ist eine interessante Zone. Also zwischen 116,50, 117,15, jetzt immer im oberen Bereich, ist auf jeden Fall Euro-Yen sehr interessant. Ja, für einen Long. Da muss er sich natürlich auch hier behaupten und muss auch schaffen, mal nach oben zu driven und dann geht es meines Erachtens relativ schnell in Richtung 119, 30, 119, vielleicht sogar 120. Das eigentliche Widerstandslevel wartet ja ohnehin hier erst bei 121, aber man könnte durchaus von einer Gegenreaktion, von einer dynamischen Gegenreaktion ausgehen. Das impliziert allerdings natürlich einen starken Euro und einen schwachen Yen. Ja, im Umkehrschluss, die Aktienmärkte hausieren weiter im Idealfall und alles geht durch die Decke. Der Yen generell, wenn er sich stark zeigt und hier solche in Yen gehandelten Währungen nach unten kippen, sind die Aktienmärkte eher auch bärisch und schwächer. Also wer jetzt davon ausgeht, sell in May and go away für die Aktienmärkte, ja, dass wir jetzt dann ab Mai erst nochmal einen richtigen Dämpfer bekommen und eben hier aufgrund der Corona-Pandemie weltweit alles noch mehr nehmen, sage ich mal, wie soll man sagen, die weltweite Rezession abgleitet, da ist es nicht gut beraten, dass natürlich der Yen dann wohl nochmal Druck ausübt, steigen wird und die Aktienmärkte im Kontext dessen fallen werden. Ja? Und das dürfte dann auch hier alle Währungen in Yen im Groben nach unten ziehen. Davon geht jetzt diese gegenwärtige Einschätzung nicht aus. Also es sieht eher so aus, dass das natürlich hier ein bullischer Mai werden könnte. Vor dem Hintergrund, dass dieser Support hält. Es ist ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, will ich sagen. Fühle mich technisch gesehen, unter technischen Gesichtspunkten finde ich das Setup sehr, sehr interessant. Lasst uns auch hier gerne nochmal den MACD-Trendfolger mal reinholen, den Indikator, ob man da was Schönes ablesen kann. Das ist nämlich auch ganz spannend an der Geschichte. Hier haben wir den RSI. Da sehen wir na, so ein Stück weit schon eine steigende Tendenz beim RSI, nicht unspannend und beim MACD. Der kommt nicht ganz so klar daher. Etwas diffus das Bild, obgleich man natürlich sagen muss, mit dem Reaktionstief von gestern, ja, und hier dem Tief vom 2. April hat sich sozusagen der Abwärtsimpuls bestätigt, weil wir sehen hier tiefere Tiefs auch beim Indikator. Und wenn das Histogramm jetzt in eine andere Richtung weist, die Signal- und Triggerlinie sind für mich auch sehr, sehr wichtig. Und also hier nicht wirklich ein Bild einer Stabilisierung. Interessant wäre es jetzt umso mehr, wenn wir mit diesem Supportbereich, den wir hier sehen, auch noch positive Divergenzen hätten. Ja, das heißt, der Preis, der eiert hier so rum, macht immer mal wieder neue Preistiefs nach unten, aber der Indikator zeigt hier eine aufwärts gerichtete Tendenz. Das ist jetzt beim MACD nicht so klar. Jetzt habe ich den RSI gerade gelöscht. Oszillator, RSI. So, da holen wir den nochmal rein, jetzt diesmal in Gelb. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da sieht man so eine leicht steigende Tendenz, aber es ist auch nicht wirklich eine klare positive Divergenz. Also
Es bleibt ein heißes Setup. Es kann funktionieren, kurzfristig, wie gesagt, durchaus interessant. Ob das jetzt der große Umkehrmove wird, glaube ich nicht, aber das sind genau die Chance-Risiko-Verhältnisse, die man beim Euro-Yen in den Fokus nehmen kann. Also grundsätzlich finde ich es mal spannend, das Setup. Sollte man auf jeden Fall auf der Agenda haben. So, and the next one ist zum Beispiel der Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Den will ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Der hat nämlich den Sell-Trigger im Prinzip gegeben. Also hier hat man ja die Unterstützungszone, die im Übrigen jetzt mittlerweile schon bei 1,0535 als Widerstand formiert ist. Ja, das heißt, das war ja einst eine Unterstützungszone. Brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das ist jetzt Widerstandsline. Und hier hat der Preis sozusagen seinen Durchbruch gemacht. Und ja, was will man sagen? Ich hatte den auch hier beim Euro-Schweizer Franken. Wo hatten wir den drin? Den hatte ich hier auch vor nicht allzu langer Zeit gecovert. Genau hier. Ripple in dem Fall und Euro-Schweizer Franken. Da ging es genau um die Einschätzung, die wir hier sehen. Also Einbruch, also ideal, also das gestrichelte Setup wäre hier immer so ein Trader's Dream, wenn er jetzt zurückläuft und man hier oben einen Short versucht. Aber Tatsache ist, dass wir hier natürlich auch da wieder prozyklisch in einem Abwärtstrend stecken. Und das hatte ich auch in dem Radarvideo erklärt, meine ich. Hier oben haben wir die Interventionsmarke von 1,20, wo dann damals im Jahr 2015 im Januar der schwarze Schwan über den Schweizer Franken und auch am Devisenmarkt hereinbrach. Das war unglaublich. Ich kann nur immer noch sagen, dass ich da auch mein Radarfrühs hatte und dann nochmal eine zweite Radarsendung machte vor dem Hintergrund. Das muss festgehalten werden, was da passiert. Das war fast nicht greifbar. So wie bei den Ölpreisen zuletzt. So war das damals am 15. Januar mit dem Schweizer Franken. Also der ist ja um tausende Pips eingebrochen innerhalb von wenigen Sekunden, Schrägstrich Minuten. Da gab es ganze Brokerpleiten weltweit über den Globus. Das war gigantisch. Der schon zu dieser Zeit am Markt war, wird es noch wissen. Ansonsten einfach mal da ein bisschen recherchieren. Schweizer Frankencrash Januar 2015. Einzigartig. Und wir haben das Video im Übrigen auch hier auf unserem YouTube-Channel noch drin. Ja, das ist zwar schon älter, aber auf jeden Fall nicht unaktueller denn je. So, und jetzt haben wir hier die Situation des übergeordneten Abwärtstrends. Eben hier. Das ist echt interessant, dass wir in die Marke von 1,20 rangelaufen sind hier im Februar, ach Quatsch, im April 2018 und dann abgewiesen wurden. Da gab es hier so eine kleine Flaggenkonstellation, so eine Art kleines symmetrisches Dreieck hätte man es auch nennen können, aber es sah schon aus eher wie eine Flagge. Ja, und dann ist der nach unten weggekippt und seitdem in einem Abwärtstrend. Und das sieht jetzt hier nicht gut aus. Man muss sagen, der Euro wird immer schwächer und schwächer, vielmehr der Schweizer Franken stärker. Das sieht sich die SNB auch nicht ewig lang an. Man hat unlängst auch schon gelesen von Interventionen seitens der Schweizer Nationalbank, die das überhaupt nicht begrüßen, dass der Euro hier aufwertet, abwertet gegenüber dem Schweizer Franken und der Schweizer Franken aufwertet. Das sehen die nämlich gar nicht gern. Und ja, jetzt geht es mal darum, abzuwarten, was passiert. Meine Tendenz seht ihr hier. Ich glaube nicht, dass es hier eine große Renaissance geben wird. Ich glaube eher, der hat mit diesem neuen Verlaufstief und das ist eigentlich fast schon ein bisschen langweilig. Ihr seht hier, die Schwankungen sind wirklich mit Verlaub etwas erbärmlich. Also das Währungspaar strotzt nicht gerade so vor Volatilitäten. Gerade jetzt im Vergleich zur wiedergewonnenen Stärke beim Euro-US-Dollar und anderen Währungen. Aber grundsätzlich bleibt das Szenario hier bärisch. Euro-Schweizer Franken, die Tendenzpfeile haben unveränderte Relevanz und insofern gehe ich hier von Tiefs aus, die in Richtung 1,040, 1,035 und wenn man ganz weit zurückgeht, hier bis zum Jahr 2015, dann in den Bereich 1,0, sagen wir 1,0235, hier haben wir nochmal so ein vorgeschaltetes Level bei 1,0032. Auf jeden Fall sind das so Zielzonen, die man mittel- bis langfristig durchaus in Erwägung ziehen sollte. Euro-Schweizer Franken, also definitiv Underdog. So, hätten wir auch das schon mal gecovert, liebe Leute. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Silber rüber. Da hatten wir ja unlängst auch die Situation, dass der Silberpreis hier unter Umständen nochmal in diese Widerstandszone von $16,25 vordringen könnte. Wir sehen aber wie beim Goldpreis, dass er so ein bisschen ja, verschnauft, konsolidiert, seitwärts läuft. De facto hier die bullische Flagge ähnlich gescheitert wie beim britischen Pfund US-Dollar heute Morgen. Ich hatte es ja auch letzte Woche gecovert. Das war schon ein relativ bullisches Setting vom Grundtenor her. Aber wir sehen ganz klar, der Markt hat es nicht geschafft, hier dieses mögliche Potenzial auszureizen. Und auch die Idee, dass der Silberpreis hier nochmal in Richtung $16,20, $16,25 hochgeht, hat sich nicht verwirklicht. Und jetzt sehen wir eben, naja, eine gewisse Seitwärtsphase. Wer aufmerksam hingeschaut hat, liebe Leute, hat aber gesehen, wir haben ja von Ende April bis Mitte Mai Rohstoffschwäche, Schwäche beim Australdollar, Neuseeland-Dollar lassen hier wieder grüßen. Ein negatives Pattern. Zwar nicht während der letzten 25 Jahre etabliert, sondern nur während der letzten 16. Insofern auch hier wieder,
Auch die Trefferquote mit 75% wirklich gerade am Limit soll heißen, wenn das dieses Jahr nicht klappt, dieses Pattern, also der Wiederholungseffekt, dass der Silberpreis im Schnitt von Ende April bis Mitte Mai, sage ich jetzt mal, schwächer tendiert, dann ist das Pattern raus. Dann gibt es das nächstes Jahr nicht mehr, weil eben hier die Trefferquote dann zu schlecht ist. Und sozusagen hier unter 75% wird hier nichts mehr gefiltert. Wir sehen auch, dass das Hauptperformance, sage ich mal, die Hauptperformance sich hier im Jahr 2009 und 10 abspielte in Sachen Performance. Da gab es die größte Entwicklung als solche. Und da muss man natürlich auch ja, ins Kalkül nehmen, tja, wie kann man jetzt am besten Silber einschätzen im Rahmen des weiteren Verlaufs? Wir haben diese Saisonalität und wir haben den Chart. Und darum geht es ja am Ende des Tages, dass man wieder hier so ein Stück weit versucht, in den Einklang zu gehen. Und dann haben wir hier eben auch, wie ich schon eben dargestellt, das Pattern, die vertikale Linie. 29.04., wie gesagt, 11.05. ist sozusagen der Zeitraum. Da haben wir es nämlich genau hier punktiert und das verspricht eine Schwäche. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Tage Zeit bis zum 29.04., also da den Silberpreis gerne mal anschauen, aber tendenziell scheint es so, als würde er nach unten tendieren wollen während dieses Zeitfensters. Das ist nicht lang, das sind nur einige Tage, wir haben es ja gesehen, ist jetzt nicht so ein Pattern wie jetzt zum Beispiel das von Trade Miner und Australdollar und Neuseeland-Dollar Yen, das natürlich nicht, aber wir haben auch hier einen gewissen Zeitfaktor und man darf sagen, mal sehen, wie sich der Silberpreis bis zum 29. hin entwickelt. Kurzfristig sehen wir hier, und das kriege ich mich auch gern wieder raus, bei dieser Horizontallinie um 15,75 im Widerstandsbereich. Den sehen wir auch deshalb, weil hier ein Close am 12.3. erfolgte und ein Opening am 13.3. schon mal eine Price Action Zone. Dann gab es hier diese Ausbruchskerze am 6.4. Dann hat sich der Preis darüber stabilisiert und genau da stehen wir jetzt so ein Stück weit und versuchen uns zu halten. Ich will nicht ausschließen, dass der Silberpreis vielleicht, jetzt ziehe ich das direkt mal rüber, sowas macht. Das wäre jetzt klassisch schon jetzt fast Copy-Paste. Ich habe einfach den Tendenzfall hier von Mitte des Monats sozusagen rübergezogen. Aber wichtig eben durchaus zu erkennen, dass es sich hier um eine Unterstützung handelt, die möglicherweise verteidigt wird und es jetzt hier durchaus kurzfristig nach oben geht. Ist nicht mein präferiertes Szenario. Beim Goldpreis kennst du ja die Einschätzung. Meinetwegen spuckt er jetzt nochmal ein Stück weit nach oben, aber ich glaube, er sollte dann durchaus zum Ende des Monats oder Anfang Mai nach unten tendieren. Und das wäre für Silber dann auch die Chance, wenn der Silberpreis hier nochmal hochkommen sollte, ja, dass er das im Prinzip absolviert. Und dann könnte man das theoretisch als Chance nutzen. Andernfalls, ja, geht er eben direkt schon jetzt unter diese Unterstützung drunter, versucht sich hier, naja, wie soll ich sagen, so ein Stück weit an einer sauberen Abwärtstendenz, macht dann nochmal ein Pullback an dieses Level und geht dann in dieses negative Pattern über, in dieses negative Seasonal Pattern. Und das finde ich doch mal ganz spannend. Ja, hier oben das Level bei 16,25 bleibt als ja, Widerstandsniveau. Deswegen erlaubt es mir hier an der Stelle die Alternative in den Chart zu bringen. Ja, wenn der Preis natürlich hier rauszieht, insbesondere jetzt zum Monatsausklang über 15,75 sich dann hier stabilisiert, dann kann man versuchen, mit einem engen Stopp das saisonale Pattern zu erwischen, aber dann hat man hier sozusagen den Zyklus, ich bin voll auf Zyklus, nein, vielmehr die Abfolge hoch, also praktisch, dass man hier einen Bewegungsimpuls hat, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, und wenn wir hier das letzte Hoch rausnehmen, dann haben wir einen intakten Erholungsimpuls und dann ist es durchaus möglich, dass der eben hier weiter nach oben läuft. Wichtig wäre es wirklich, dass er jetzt nicht rauszieht deutlich über das Hoch vom 14.04., eben sich hier bei 15,75 den Kopf so ein Stück weit stößt. Und das wäre bei Silber gesprochen eine Idealkonstellation. Und insofern will ich doch einfach mal festhalten, dass Silber ebenso spannend ist wie eben auch die ozeanischen Paare. Während der letzten Zeit Gold schießt hier weiter nach oben. Schaut euch das an. Live sind wir dabei. Goldpreis tut nicht das, was ich so ein Stück weit favorisiert habe. Also vielleicht doch hier das Sekundärszenario. Gehen wir nochmal nach oben. Machen hier vielleicht an dieser Trendlinie 1, 2, hier so ein bisschen überschießen 3. Gehen hier vielleicht nochmal hier in diese Richtung hoch. Das wäre schon spannend. Und erschöpfen uns dann. Also, puh, auch eine Option. Vielleicht sogar mit dem von mir so, sag ich mal, fast schon gewünschten Touch der 1785. Versteht's mich nicht falsch, ich bin kein Goldbasher. Ja, ich mag Edelmetall, älteste Währung der Welt. Gold hat einen eigenen, sage ich mal, einen eigenen Faktor schon seit über 5.300
3000 Jahren, wie man es auch immer orakelt, seit tausenden Jahren ist Gold ein Bestandteil des Finanzsystems und wird auch so nicht von der Bildfläche verschwinden. Da können noch solche Kryptos kommen, wie sie jetzt auch schon am Horizont orakelt werden. Man denke nur an einen Krypto-Euro oder den Krypto-Dollar. Ja, es ist ja alles gar nicht so weit her. Man hört ja schon aus verschiedenen Seiten, dass es da auch Möglichkeiten und Ideen gibt. Sei es drum, Gold wird immer seine Relevanz haben. Und wenn dann auch hier im Rahmen der Corona-Pandemie sozusagen die Lieferketten wieder funktionieren, hat das alles auch wieder einen vernünftigen Flow. Und nichtsdestotrotz pumpen die weltweiten Notenbanken noch mehr Geld in die Märkte, in alle Assetklassen. Das, was Japan natürlich schon seit 30 Jahren versucht, irgendwie den Markt zu stabilisieren, versuchen wir jetzt in Europa und in den USA durch Anleihekäufe, Aktienkäufe. Ich meine, die amerikanische Notenbank mit ihrem Quantitative Easing ist ja praktisch nichts anderes als Stützungskäufe zu vollziehen und irgendwann werden sie wahrscheinlich auch Aktien noch kaufen, wie es eben Japan macht. Soweit ich mal gehört oder gelesen hatte, hat ja die japanische Notenbank, ich glaube, 25 oder 30% der Aktien in den Büchern. Also ich muss doch mal ganz klar sagen, dass das schon ein bisschen irre ist, als Notenbank des Staates selber die eigenen Aktien des Landes zu haben, halten. Es spricht nichts gegen den Pensionsfonds, ja, oder dergleichen, aber in Japan ist das eine ganz andere strukturelle Geschichte und wirklich meines Erachtens ein Dilemma, was hoffentlich nicht sich auf Europa/die USA ja, dupliziert, weil dann haben wir auf jeden Fall sehr müde Jahre vor uns und das eben nicht nur auf 2, 3, 4, 5 Jahre gesehen, sondern wahrscheinlich über ein Jahrzehnt oder im schlimmsten Falle das, was Japan erlebt seit knapp 25, 30 Jahren. Um Gottes Willen. Okay, zu viel. Ich will gar nicht zu viel wieder abweichen und orakeln. Also Gold präferiert werden. Short. Vielleicht spuckt er nochmal hoch. Also Gold ist einfach so vom Pattern her für mich nicht ganz so klar. Finde ich Silber und andere Werte, wie eben heute im Devisenradar vorgestellt, wesentlich spannender. Ich will an der Stelle nur sagen, liebe Leute, jetzt haben wir es dann doch so langsam geschafft. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall euch gefallen. Ich wünsche in jedem Falle jetzt dann alsbald einen schönen Ausklang des Mittwochs. Nehmt noch ein Stück weit die Sonne mit. Freue mich auf jeden Fall wieder über die zahlreiche Teilnahme. Ich werde das Video heute wahrscheinlich auch hochladen auf YouTube. Ich muss die Qualität mal checken. Dann findest du das hier. Dann könnt ihr uns auch gern einen Daumen da lassen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier auch noch ein positives Feedback unter das Video da lasst. Ich denke mal, das werde ich in der nächsten Stunde hochladen, wenn die Qualität, wie gesagt, stimmt. Immer mal wieder. Das Devisenradar, wie gesagt, täglich oder vielmehr wöchentlich hochzuladen, macht keinen Sinn. Es ist so, wie die Zeitung von der Vorwoche, wie ich immer zu sagen, auch Pflege, muss nicht unbedingt sein. Aber um da mal Einblicke zu liefern, was wir denn hier so treiben und gestalten, sicherlich ganz interessant. Also, ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei wart. Der Raum hat sich langsam, aber sicher immer weiter gefüllt. Ich hoffe, ihr konntet gut durchatmen, habt ein Stück weit Spaß gehabt und auch einiges an Ideen mitnehmen können, wie wir die Märkte hier beurteilen können, einschätzen können. Und wie gesagt, dass der Währungsmarkt selber auch noch wesentlich mehr als Euro, Dollar und eben das Pfund zu bieten hat. Also, liebe Leute, ich sage danke fürs Dabeisein, wünsche euch einen schönen Mittwochsausklang. Auf bald, fette Beute, wenn ihr mögt. Dann hören wir uns am Freitag wieder. Morgen bin ich nämlich nicht beim Radar, das habe ich vergessen heute anzusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir hören oder sehen uns sicherlich, wenn ihr mögt. In dem Sinne, auf bald, beste Grüße, euer Chris sagt Tschüss.